Zum Dezembermond fuhr ich mit Christoph erneut nach Podanin. Bei unserer Ankunft lag Schnee. Am nächsten Morgen sah ich vor dem Frühstück durch das Küchenfenster des Forsthauses Jagdorowo, wie ein Fuchs durch den Topinambur schnürte. Schnell die Flinte geschnappt und Weidmanns Heil, da lag der rote Freibeuter im Schnee. Was für ein Start! Da schmeckte natürlich das Frühstück umso besser. Mit der Kamera bewaffnet unternahmen wir einen Spaziergang. Und zu meiner Überraschung stießen wir schon bald auf eine Elchfährte. Mittels der Wärmebildkamera machte ich dann einen weißen Punkt in einem Altholzbestand aus und Christoph konnte mit seinem Teleobjektiv den Elch festhalten. Es war ein alter Bekannter von mir. 3 Monate zuvor waren wir uns ca. 5 Kilometer entfernt schon einmal auf 25 Meter begegnet. Nachmittags überraschte uns dann ein kleineres Hirschrudel. Nach dem Abendbrot ging es dann so gegen 8 Uhr raus, meist bis kurz nach Mitternacht, um den Sauen nachzustellen. Und das durchaus erfolgreich. Am folgenden Nachmittag hatten wir erneut einen imposanten Anblick.
37 Hirsche. Welch ein überwältigendes Schauspiel. Nach 3 Tagen war der Schnee weggetaut. Und so unternahmen wir bei herrlichem Wetter einen Spaziergang an den teilweise abgelassenen Teichen in den Netzewiesen. In diesem herrlichen Biotop mit seinen schier undurchdringlichen Schilfgürteln hatten wir im September herrliche Brunfterlebnisse. Im Schnee hatten wir mehrere Wölfe gefährtet und bei unseren nächtlichen Pirschgängen hörten wir hin und wieder ein markdurchdringendes Klagen. Tomek und Christoph hatten nachmittags angesessen und längere Zeit dieses Dammwildrudel beobachtet. Bei Dunkelheit baumten sie ab. 3 Stunden später konnte Christoph an gleicher Stelle einen Frischling erlegen. Beim Bergen des Frischlings stießen sie auf 2 skelettierte Dammwildläufe sowie den Unterkiefer eines Stück Dammwilds. Offensichtlich ursächlich von einem frischen Wolfsriss. Das wollten wir uns dann am nächsten Morgen doch mal etwas genauer anschauen. Die Wildwiese mit dem Futterplatz befindet sich in den ausgedehnten Wäldern der Förstereien Smogulec und Jaktorowo in der Oberförsterei Podanin. Es besteht hier schon seit Jahren eine hohe Wolfspopulation. Ich selbst habe wiederholt einzelne Wölfe gesichtet, und auch einmal ein Rudel von 9 Wölfen. Offensichtlich war es so, dass die Wölfe in der Zeit zwischen 5 Uhr nachmittags und 9 Uhr abends hier ein offensichtliches Dammkalb gerissen haben. Es war schon beeindruckend zu sehen, dass sie das Kalb bis auf den Rest der Wirbelsäule des Schädels und Beckenknochen sowie vereinzelter Rippen aufgefressen haben. Wie schon im Januar, so konnten wir auch diesmal mit Hilfe von Karol und seinen Terriern sowie Oleg, Vitek, Grzegorz, Tomek und Jakub in den Strohmieten den Füchsen erfolgreich nachstellen. Christoph hatte dann am letzten Nachmittag nochmals Weidmannsheil auf 2 Stück Dammwild.
Dankbar blicken wir zurück auf 6 wunderschöne Tage in der Oberförsterei Podanin. Wir haben viel gesehen, viel erlebt, erfolgreich gejagt, wurden bestens verwöhnt von Kascha in der Försterei Jagdorowo. Und ich freue mich jetzt schon auf Stitchin, den Januar 2022. Weidmannsheil, das Spur.